mit FIFA und wir machen heute weiter mit der nächsten Partie. Und ich möchte ja gerne noch einen Spieler verpflichten. Im Idealfall möchte ich Reguilón verpflichten. Vivian. Vergiss es. Brauche ich nicht drauf drüber nachzudenken. So, jetzt gucken wir mal, was wir haben wollen. Transferzentrale. Ist er schon wieder in der Linksliste? Nein, ist er nicht. Gut, dann gehen wir erstmal heute in die Partie. Kardiz, die kennen wir ja noch aus der letzten, aus einer der letzten Partien, war sogar gar nicht so lange her. Wie gesagt, ich möchte gerne Sergio Reguilón holen. Der soll nach dem nächsten Transfer ziehen. Das stärkste Team gegen die beste Abwehr. Wir sind live dabei hier im San Mamés. Bleiben Sie dran. Liebe Fußballfreunde, willkommen im Estadio San Mamés. Ich begrüße Sie zu dieser Begegnung. Am Mikrofon sind natürlich auch heute wieder Wolffuß und der Kollege Frank Buschmann. Und heute wird eine Partie aus der La Liga Santander bei uns auf dem Programm stehen. Könnte sehr interessant werden, Buschi. Es gibt Freundschaftsspiele, da spürt man, es ist einiges drin. Ach, Mann! Könnte sehr interessant werden. Entschuldigung. Krall von der Katze auf nackter Haut ist nie eine gute Idee. Aufstellung von Bilbao. Kepa steht im Tor. Iker Muniain steht mit Mikel Oyarzabal auf dem Flügel. So, mit dem kleinen Schrock gehen wir jetzt das mal rein in die. So, Majoral, der hat Holzgang. Und er macht sein erstes Tor. Was für ein Start, was für ein Debüt. Schaut uns nochmal die Entstehung. Der Neuzugang trifft. So, da ist der Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Sechstes Saisontor für ihn im 10. Spiel. Lange wieder nicht gespielt im letzten seine vorigen Arbeitgeber Getafe. Jetzt trifft er zum 6. Mal. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. So, man möchte ja noch unbedingt Reguilón verpflichten, um noch einen Linksverteidiger zu holen, um den Kader zuzumachen, und dann passt das soweit erstmal. Ja, vielversprechender Steilpass, schöner hoher Ball. Also, wie gesagt, im Hinspiel gab es diese 1-5 Packung. Und jetzt will man natürlich im Rückspiel das Ding hier klar machen. Hier spielt man diesmal mit der vollen Kapelle. Da entscheidet er auf Foul, es gibt Freistoß. Ich hab schon wieder einen Elfmeter, oder was? Mikel Merino. Der ist Gott sei Dank wieder dabei heute. Erster Startelf-Einsatz. Und Conan. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Jetzt der Eckball. Da fehlt die Konsequenz bei diesem Vidal. Schlag. Gut abgeblockt, so wird nichts aus der Flanke. Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Almo. Stark verteidigt. Frühes Stören jetzt. Ja, Glück hat, dass der Ball auch wegspringt. Oder Pech für uns. Weg ist der Ball. Jetzt können sie über außen kommen. Also Armenia. Da ist die Flanke. Aber er muss aufpassen bei dieser Ecke. Gefühlt 92 Gänge in der Startformation bei uns. Nummer 3 soll ja noch folgen.
Jetzt können sie in Angriff starten. Kepa hält, Ball ist noch im Spiel. Abwehr kann erstmal wieder durchatmen. Iker Muniain. Scary. Ballverlust. Könnte der Ausgleich sein. Gehalten. Starke. Glück gehabt. Jetzt kommt die Ecke. Jetzt passiert kein Vorteil. Das frühe Stören jetzt. Ja, da ist gar keiner dabei. Muniain. Dani Olmo. Da kommst du nicht durch. Die Chance auf den Konter. Gute Ballführung. Und das wird oh je. Alleine machen. Kepa ist da. Kepa mit der Glanzparade. Kein Tor. Ecke kommt in die Mitte. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Er treibt den Ball nach vorne. Ein starker Sprint. Jetzt haben wir ja. Mit der Grätsche holt er sich den Ball. Er entscheidet schnell und richtig. Er gibt Vorteil. Das wird wahrscheinlich noch eine Karte hinterher schmeißen. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Ganz wichtig. Da muss er hin. Williams. Ne, erstmal noch nicht. Guter Pass jetzt. Keiner. Rücken der Abwehr gelauert. Da braucht es gutes Timing. Aber hier geht was schief. Abseits. Ja, da hat nicht viel gefehlt. Klar, das ist abseits. Aber wenn diese Taktik aufgeht, dann hast du wahrscheinlich eine klare Torchance. Und dann wird es richtig gefährlich. Majoral, der Torschütze. Borja Majoral, da haben sie die Chance. 2-0. Doppelpack zum Einstand. Jetzt verstehen, warum man den geholt hat, den Jungen. Doppelpack! Aber vielleicht liegt das auch daran, wie er sich da durchkannt. Trotzdem, Fragezeichen, was die Abwehr betrifft. Hm. 2-0 steht sie hier, sie machen einen guten Eindruck. 60 Sekunden gibt's noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. Jo, dann ist Pause. So, der Pausenpfiff. Ja, Borja Doppel, Majoral Doppelpack. Jetzt ist erstmal durchatmen angesagt. Richtig gute Partie heute von ihm. Ihm gelingt heute fast alles, ist quasi nicht zu verteidigen. Der Neue heute mit 2 Toren. So kann man mal reinschotten. So, deswegen eben jetzt noch einen Wechsel zu ziehen. Oh, ja, dabei raus Zola jetzt vorne mit rein. Borja Majoral. Majoral. Was habe? Toller Zweikampf. Jetzt haben die Spekulationen um ihn ein Ende, denn sein Wechsel zu Manchester United steht fest. Ach, ganz ehrlich, ich freue mich unglaublich für ihn. Ich glaube tatsächlich, der Wechsel wird ihm richtig gut tun. Schöner Versuch. Ungefährlicher Ball und den hält er natürlich. Borja Majoral. Die Chance hier. Drin ist er. Und so kann man mal in Einschuss feiern. Dreierpack im ersten Aufspiel. Im ersten Spiel, ja. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Da haben sie am Ende keine große Mühe.
einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Ah, oh, da geht er vorbei. Guter Versuch. Weiter gefährlich. Nach Kepas Abwehr. Jetzt kehrt erstmal wieder Ruhe ein. Sie haben jetzt Williams. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Und das nächste Tor, das ist natürlich stark. Sie lassen nicht nach, erhöhen damit auf 4 Tore Vorsprung. Ja, nach dieser 1:5 Heim-Auswärtsniederlage in Cadiz geht's jetzt quasi im Regierungsspiel auf die andere Richtung. Und legt das Ding einfach mal kurz hinten ins lange Eck. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Henry, nein. Athletic Bilbao ist die spielbestimmende Mannschaft, zeigt sich natürlich auch an der Ballbesitzquote. Und sie setzen. Williams! Der ist durch gar nicht zu stoppen! 70. Nee, 69. Nichts und niemand kann ihn stoppen. Und der marschiert und trifft. Schaut uns noch mal die Entstehung des Tores an. So. Mehrfach wollten sie ihn stoppen. Und kriegt sich hin. Wie gut das wirklich gemacht ist, vor allem wie ruhig das gemacht ist. Aber ganz ehrlich, auf der Distanz. Ja, und von dem Torschützen, der ist überhaupt gar nicht auf dem Feld vom Hinspiel. Der Vielfach-Torschütze. Eine deutliche Sprache. Wir sind auch schon wieder, weil wir es gerade irgendwie verkauft haben. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Henri. Sola. Merino. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Williams, der möchte doch gerne nochmal irgendwie was machen. Das wird gefährlich. Es gibt Freistoß. Freistoß für uns. Muni, ja, ihn. So richtig gefährlich war das nicht bei diesem Freistoß. Borja Mayoral. Gefährliche Szene. Ja, schade, kam nicht durch. Jetzt wollte er nämlich schön da durchspielen. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Schönes Dribbling hier. Da ist die Chance. Kepa. Gehalten. Er trifft die Latte. Und viel Glück. So, jetzt können wir ein bisschen durchwechseln. Ja, wir haben schon alle Wechsel durchgezogen. Klar, Zola ist gekommen in der ersten Halbzeit. So, jetzt geht der Male raus vorne. Merino. Und damit ist es ziemlich klar, wer am Ende of the Match ist. Steilpass. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht.
Und jetzt ist diese Szene beendet. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Ja, seh durch das Ding. Ball kommt nicht durch, Abwehr ist da. Gibt Ecke. So, jetzt ist die Ecke fällig. Geht das Ding zu 0 aus oder macht? Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Damit sind sie also nicht durchgekommen. Ja. Das Spiel ist aus. Die Gastgeber gewinnen also diese Partie. Das war eine klasse Leistung heute. Am Ende fast schon mühelos und damit natürlich. Ja. Majoral, 3 Tore. Das war heute eine überragende Vorstellung von dir. Dreierpack. Ja, was willst du denn mehr? Da hat eine Menge gestimmt, eine Menge zusammengepasst. Ja, man hat da vorne einen wieder, der mal einen zweiten Stürmer, der heute mal ein bisschen was machen kann. So, das war Spiel Nummer 2. Wie gesagt, das möchte ich 6 Folgen vorbereiten, dass ich ein bisschen was habe an Material. Dass ihr zumindest, während ich jetzt nächste Woche im Urlaub bin. Lager für Ramos. Delegieren. Leier. Ja, keine Ahnung. Ablehnen. Und. Nein. Union Main. Nein, brauche ich nicht. Könnt ihr mal dezent knicken. Oh, Trainer des Jahres bekommen. So. Ja. Damit ist das definitiv erstmal so eine neue Startelf. Wie gesagt, Reguilón soll ja noch kommen. Den hätte ich gerne noch. Ich möchte gerne weitere Angebote haben. 12 habt ihr abgelehnt. Nummer 16. Da geht mich doch im Sack, Alter. Frage, können sie? Ne, können sie nicht. Leider immer noch nicht. Gut, dann würde ich sagen, wir machen mal keinen Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's zur Supercoppa gegen Atletico Madrid.